Hey Leute, ich bin's Emma und herzlich willkommen zu einem neuen Video endlich mal. Viele von euch haben sich wahrscheinlich schon gefragt, weshalb so ewig keine Videos mehr wieder kamen, wobei ich gemeint habe, dass jetzt wieder mehr Videos kommen. Das lag daran, dass wir, sage ich mal, viel unterwegs waren, weil wir uns entschlossen haben, ein Pferd zu kaufen und waren deshalb vorbereiten und haben jetzt endlich auch ein Pferd gefunden. Es ist eigentlich kein Pferd, sondern ein New Forest Pony. Er heißt Zauberer von Oz und wir nennen ihn einfach nur Zauberer oder Zausi. Und genau, der hat Stockmaß 1,43 und er ist einfach mega, mega süß. Und wir haben ihn auch letztens abgeholt, aber ich habe mir jetzt nicht ganz so viel Stress gemacht mit Videos machen, weil ich ihn erstmal kennengelernt habe. Und jetzt werde ich euch ein paar Ausschnitte zeigen vom Reiten das erste Mal und auch von der Ankunft. Und mal gucken, was ich euch sonst noch so für Videos zeigen kann. Und Leute, ich bin kein Profi, also alles, was ich mache, war ich noch sehr unsicher, weil ich hatte noch nie ein eigenes Pferd. Und deshalb bin ich einfach mega, mega unsicher gewesen. Und bitte seid einfach nicht zu streng mit mir mit den Videos da und viel Spaß. I leave the TV on, I'm done with your sad eyes. I can take another night with you on like this, so let's go. He's a vagabond, he won't love you better. I can watch you sinking down on the battleship. So come to tending again, Mississippi. You've been crying over him for a lifetime. So if you don't mind, we will dance till it's way past sleep. Another course and we can fly with the baseline. So, das waren jetzt ein paar Ausschnitte von Videos von ihm. Mal ist die Qualität besser, mal ist sie schlechter. Das ist immer unterschiedlich, je nachdem, mit welchem Gerät gefilmt wurde. Es tut mir auf alle Fälle leid, dass es so durcheinander ist. Auf jeden Fall für die, die sich fragen, nein, ich bin nicht gleich am ersten Tag geritten, sondern erst am 7. Tag oder so. Er hat sich erstmal eingewöhnen dürfen. Wir haben ihn über den Hof geführt, ihn longiert und ein bisschen Bodenarbeit gemacht und all sowas. Und dann bin ich ihn auch erst das erste Mal geritten. Und ja, wir haben jetzt noch keinen Sattel, deshalb bin ich auf dem Video mit Pat geritten. Und es sieht wirklich noch nicht super gut aus, oder ja.
Und der Sattel kommt jetzt auch bald. Und er hat auch ein bisschen zugenommen. Das hat er jetzt aber schön wieder abgearbeitet. Bitte seid nicht so streng mit mir. Das Video ist nicht perfekt. Und es ist einfach super krass für mich. Und ich freue mich so krass, dass ich endlich mein eigenes Pferd habe. Beziehungsweise Pony habe. Das ist wirklich kaum zu glauben. Und ja, es werden weitere Videos kommen. Sehr viele weitere Videos vermutlich. Ich kann euch nicht sagen, wie regelmäßig. Aber es wird auf alle Fälle was kommen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!